Und herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Anbaumod-Vorstellung. Ich zeige euch heute hier den Scania P von Zucker 3 aus dem SCS Forum. Und hierzu gibt es, ich zeige euch das mal. Ich muss bloß mal schnell das Chassis ein bisschen erweitern. So gibt es für die Short- und für die Daycap-Variante. Ja, das ist Fahrwerk weg, war schlecht. Gibt es hier so Kranaufbauten? Ja, da gibt es einmal einen Kran Old, der sieht so aus. Und dann gibt es hier noch, kann man den mal wegtun, und dann gibt es noch einen Kran New. So, gelb. Der sieht doch ganz schick aus, oder? Und den könnt ihr dann hier nutzen. Funktioniert aber nur bei den Fahrwerken, weil nämlich beim Low ist er dann weg. Und beim Null und beim High und beim Topliner funktioniert es dann nicht mehr. Ne? Das ist dann wirklich hier nur bei den Varianten. Hier funktioniert es auch nicht. Hier hätte normal noch ein dritter mit dabei sein müssen, aber hier stimmt anscheinend was von der Definition nicht. Deshalb funktioniert es nur bei der Short und bei der Day Cap Variante. Ne? Das ist vielleicht nochmal so zu erwähnen, beziehungsweise damit ihr Bescheid wisst. Und ich zeige euch das jetzt dann gleich nochmal, wenn das alles hier fertig ist. Fertig. So, jetzt habe ich die mal zurechtgefriemelt auf die Schnelle. Sieht doch ganz cool aus, oder? Schön für Holztransporte. So, dann kommen wir ganz kurz zum Fazit. Also ihr benötigt den Scania P von Sogat 3 aus dem SCS Forum. Dazu natürlich noch den Scania RDL, sonst funktioniert der ganze Spaß hier nicht. Der ist nämlich, ja, der ist halt wichtig, sonst funktioniert es nicht. Also Scania RDL braucht ihr, diesen Scania P, den ihr hier seht, dieses Add-on dazu. Und dann den kleinen Mod, damit ihr diesen Kran hinten drauf habt. Den es in zweierlei verschiedenen Varianten gibt. Einmal hier diesen Rot mit der gelben, oh, mit diesem gelben Greifarm. Und einmal in, ich glaube, Schwarz war er, ne? Da gibt es ihn auch nochmal, habt ihr erst so gesehen. Und den gibt es einmal nur in dieser Daycap-Variante und in dieser Low-Variante. Mehr ist leider in der Definition nicht hinterlegt. Es ist halt einfach nur diese zwei Varianten hier. Aber so als Alternative ist es mal ganz witzig und macht auf alle Fälle Spaß, damit rumzufahren. Boah, mehr gibt es sonst hier nicht hinzuzufügen. Der Rest ist ja bekannt. Hier Kabinen-DLC, der ganze Schmodder funktioniert natürlich ohne Probleme. Brauche ich nicht erklären. Seht ihr ja selber. Auch diverse Anbauteile und so. Das klappt ja auch alles soweit. Zu finden ist ja das unter der. Da wo die ganzen Auspuffanlagen sind, da ist es ja hinterlegt. Habt ihr weitere Fragen? Dann einfach kommentieren. Ansonsten Daumen da lassen und natürlich ein Abo für den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem kleinen Kran-Mod für die Holztrailer. In diesem Sinn, wie immer, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.